So, hi Leute. Ihr seht, es ist schon ein bisschen dämmerig. Ich bin jetzt gerade nach der Arbeit und nach ein bisschen was Essen zu Hause direkt ins Revier gefahren. Wir sind heute gute Dinge, dass wir heute eine Sau bekommen. Bei uns ist jetzt größtenteils der Mais im Revier schon weg. Entschuldigung. Der größte Teil ist der Mais schon weg. Und wir hatten jetzt heute Nacht tatsächlich Sauen relativ früh am Morgen bei uns einwechselnd. Wir haben da ganz außen am Revier eine Kamera hängen, wo wir wissen, da ziehen sie vom Nachbar her. Sind da um 4 Uhr morgens, ich blende euch auch hier klein ein Wildkamerabild ein, sind sie um 4 Uhr morgens eingewechselt und sind an der Kirrung, wo ich jetzt gleich hinfahre, sind sie um 5:30, also relativ früh am Morgen gewesen. Deswegen bin ich guter Dinge, dass sie bei uns im Wald liegen und heute Abend auch an eine von unseren Kirrungen kommen. Deswegen Kirrrunde schnell jetzt noch machen und dann werden mein Jagdkumpel der Phil und ich uns hier im Revier hinhocken an den beiden Kirrungen, die sehr heiß sind, und dann hoffen wir mal, dass die Sauen heute zeitig kommen. Es ist ein Montag, ihr kennt Montage selber, morgen geht es wieder in die Arbeit, deswegen werde ich nicht allzu lang sitzen, also mir ist 12 ist Maximum, deswegen nicht lang fackeln, machen wir die Kirrungen, bevor es dunkel wird, und dann hocke ich mich zeitig um 8:30, 9 hin bis um 12 und hoffen wir, dass die Sauen kommen. Und ich nehme euch natürlich mit der Kamera mit. Also, seid gespannt. Wie ihr vielleicht sehen könnt, es ist pitchnass bei uns. Es hat es die letzten 2 Tage fast komplett durchgeregnet und es ist das prädestinierte Sauenwetter bei uns. Hier fühlen sie sich dann richtig wohl in diesem Waldgebiet. Und ja, und dann heißt, gehen wir zur nächsten Kürung. So, an Kürung Nummer 2 angekommen. Es ist so krass, wie schnell es jetzt mittlerweile dämmert. Wir haben jetzt Mitte September und ihr seht es jetzt schon selbst im Wald, schon richtig finster. Wir gehen jetzt an Kürung Nummer 2, an den Platz, wo ich mich heute Abend hinhocken möchte. Ihr merkt schon, ich eile, ich bin ganz schön aus der Puste. Wir haben jetzt hier rechts einmal den Hochsitz, der guckt in die nördliche Richtung, deswegen heißt er auch nördliche Reuteweg, und haben hier einen richtig schönen Altbestand, rechts neben uns eine kleine Verjüngung. So, hier seht ihr im Hintergrund, hier ist der Hochsitz und hier vorne, direkt vor dem Hochsitz, ist dann entsprechend die Kürrung. Wir haben hier 2 so Graben, wo wir Mais eingraben, und ich habe jetzt auch die Äpfel dabei, bestreiche den Mahlbaum, und dann zeige ich euch jetzt mal kurz. Ja, hier war jetzt tatsächlich nicht viel los, aber ich bin guter Dinge, dass die heute auch vielleicht hier kommen könnten. Genau, also hier ein paar Beißreste, hier ein bisschen eingebuddelt, eine Kürtrommel und hier den Mahlbaum. So sieht hier die Kürrung aus. Schussdistanz ungefähr, ja, 40 Meter, also ideal mit Nachtsicht. Vom Wind her muss ich gleich noch prüfen, bin ich aber gute Dinge, dass es passt. Soweit zur Kürrung Nummer 2 und der Platz, den ich heute Abend besuchen möchte. Ich kann euch mit der Kamera natürlich nicht mitnehmen, es ist ein Sauwetter, es ist mega bewölkt. Keine Chance hier mit Licht, aber ich versuche mit der Wärmebild, mit der Zeiss DTI, versuche ich auf jeden Fall Aufnahmen zu machen, wenn die Sauen kommen. Also, dann fahren wir zurück zur Jagdhütte, tun das ganze Zeug abladen und dann geht's später auf die Jagd. So, kleine Java-Session noch. Bin jetzt im Jagdwagen, zum kleinen Jagdwagen, noch ein bisschen aufwärmen, bevor es jetzt dann auf Sauen rausgeht. Bin es doch besser durchgekommen, wie erwartet, mit den Kürrungen. Ich habe jetzt auch nochmal die restlichen Maisäcker kontrolliert und ui Leute, vielleicht nochmal Planänderung, aber ich glaube, wir bleiben bei der Kürrung, weil diese Rotte, die jetzt hier an den Maisäckern unterwegs war, das muss hundertprozentig die Rotte gewesen sein, die heute früh morgens ins andere Revier gekommen ist. Also gute Dinge, dass sie eigentlich jetzt drüben liegen und dass sie vielleicht heute auch nochmal in die Kürrung kommen. In dem Revier, wo wir jagen, sind die Maisäcker schon weg. Könnten natürlich auch oben auf die Felder gehen, aber wenn sie heute so früh morgens drin waren, vielleicht mit den Frischlingen, ist die Kürrung interessant. Ich möchte auch nochmal kurz auf, warum ich jetzt heute vermute, dass sie bei uns da in dem Wald sind, wo wir heute an die Kürrung gehen. Wir haben so einen relativ großes Waldgebiet.
Und wir wissen so die zwei Hauptwechsel, einmal von uns raus oder eben vom Nachbar. Ich zeige euch das in der Maps-Karte, wo die Sauen entsprechend einwechseln. Also wenn man das Revier von oben anguckt, westliche Seite, kommen sie vom Nachbarn reingezogen. Und das könnte auch unter anderem eine Rotte nochmal reingezogen sein. Bin jetzt nicht sicher, ob die eine Rotte die gleiche ist wie die andere, nachdem ich das jetzt heute hier oben im anderen Revierteil gesehen habe. Aber genau, wir haben einmal von Westseite, Seite kommen sie von den Nachbarn, wechseln da rein, und wir haben einmal dann entsprechend südöstlich vom anderen Revierteil wechseln sie rüber, eigentlich schon fast östlich, und da befindet sich auch schon dann entsprechend die Kürrung, wo heute unter anderem mein Jagdkumpel es probiert. Wir können auch noch vielleicht einen Ticken früher vom Hochsitz runter und dann hier an die Stelle, wo ich jetzt heute den frischen Schaden gesehen habe, können wir auch da nochmal kurz mit der Wärmebild abglasen. Wenn dann entsprechend die Sauen dastehen, pirschen wir sie natürlich an. Aber erstmal jetzt, wir bleiben beim alten Plan. Wir gehen an die Kürrungen und bejagen da die Sauen. Ich freue mich und bin echt gespannt, was heute Abend passiert. Weidmanns Heil. Nachdem an der Kürrung nichts in Anblick kam, zog es mich um 11:30 noch auf das Feld. Ich wollte bei den Schadflächen von den vorherigen Nächten vorbeischauen. Als ich vom Auto aus mehrere Wärmesignaturen im Wald vernahm, wollte ich diese mir genauer anschauen. Es waren Sauen, die im Hang im Gebrech standen. Relativ schnell entschloss ich, die Sauen anzupirschen. Die Sauen zogen bereits vom Hang hinunter. Ich bemerkte schnell, dass ihr Ziel der Mais auf der anderen Straßenseite sein muss. Nachdem die Sauen schon über die Straße gewechselt sind und an der Maiskante standen, habe ich versucht, sie zu umschlagen. Die Sauen wechselten in den Mais und verschwanden von mir. Doch nach kurzer Zeit vernahm ich Wärmesignaturen am hinteren Rand des Mais. Die Sauen wechseln Richtung Eichen. Und hier sollte sich mir eine Chance bieten. Ja, liebe Jagdfreunde, was soll ich sagen? Es ging jetzt doch alles anders als erwartet. Eigentlich hatten wir heute ja einen Abendansitz, also einen Nachtansitz auf Sauen. Und
Leider ging gar nichts im Wald, weshalb wir dann ein bisschen früher aufgebrochen sind. Wir wollten eigentlich bis um 12 Uhr sitzen. Um 12.30 Uhr habe ich den Hochsitz verlassen und wollte nochmal unsere Schadstellen hier im anderen Revierteil kontrollieren. Und als ich mit der Wärmebildkamera so gucke, sehe ich auf einmal im Hang einen riesen Wärmeschleier ausgestiegen. Habe dann entsprechend die genau angeguckt, diesen Schleier, und dann habe ich feststellen müssen, es sind Sauen. Das war locker eine Rotte mit 30 bis 40 Sauen. Es war unfassbar, wie viele Sauen. Und die Sauen wollten hier tatsächlich einen Mais, der jetzt hier schräg hinter mir ist. Und ich hatte aber zu Anfang keinen Kugelfang. Die Rotte war auch sehr dynamisch, weshalb ich nicht schießen konnte. Und dann hinter diesem kleinen Geheck, was jetzt hier hinter mir ist, stand dann dieser Keiler. Ich konnte ihn sauber ansprechen. Stand dieser Keiler dort, dass es doch so ein großer Keiler liegt, habe ich nicht erwartet. Und jetzt haben wir erstmal Spaß beim Aufbrechen. Ich bin unfassbar dankbar, dass ich jetzt diesen Keiler hier legen konnte. Das Gewaff werde ich mir auf jeden Fall auskochen und das kriegt einen schönen Platz. Wahnsinn, Weidmannsdank. Supi.